Hallo aus Dastmandu. So nennen die Nepalesen selbstironisch ihre Stadt. Dast, also wie den Staub. Hier stinkt es nicht nur, es ist extrem laut in der Stadt, sondern es ist auch sehr dreckig. Nach verschiedenen Indikatoren ist Kathmandu eine der dreckigsten Städte, wenn nicht die dreckigste der Welt. Und in Ruhe zu Fuß gehen, das kann man hier nur auf dieser Fußgängerbrücke. Überall rum, um mich herum tobt der Verkehr und Autos und Motorräder und Busse älterer Bauart haben hier eigentlich immer Vorrang. Gerade jetzt hat man die Busse und alten Autos, die älter als 20 Jahre waren, verbannt. Aber das hilft trotzdem nicht viel. Kathmandu hat einen Dreck in der Luft liegen, dass man ihn wirklich geradezu anfassen kann. Und praktisch überall liegt er drauf, egal wo man hinfasst. Es ist überall staubig und der Dreck ist natürlich in der Luft. Wahrscheinlich wird man in dieser Stadt nicht so alt wie bei uns in Europa. Ein Thema, das ich angehen will, auch vor allem bei uns in Europa, unter dem Hashtag Luftig. Luft, IG.